Genau so habe ich mir die Macherin vorgestellt von dieser Doku. Genau so, wie die aussieht, habe ich mir sie vorgestellt. Es ist wirklich, also es ist, wenn ich sie hätte zeichnen müssen, hätte ich sie genau so gezeichnet. Ja, dann hat die XY-Diskussion deutlich gewonnen mit 41%. Ist aber, die geht aber auch nur 30 Minuten. Also alle, die jetzt wieder rummosern. Ihr werdet es schnell hinter euch haben. Aber es ist auch interessant tatsächlich, glaube ich. Ich habe es nur ausschnittweise geguckt, aber nicht komplett. So ist es das hier, ja. Ach, das ist wieder. Ja. Warum kann ein QuickTime-Player nie AVI abspielen? Was ist das? Wieso nicht? Ist doch ein gängiges Format. Wie kann das sein? Fährt den Petra Kelly in die Schläfe und dann sich selbst in die Kopfmitte geschossen. Das Ganze mit Bastians Waffe, einer Derringer das Kaliber der 38. Sendungen hört XY nicht. Er legt die Fernseh. So, ich denke, hört auch noch. Das war das Ende der Doku. Wir erinnern uns. So, und jetzt kommt die Diskussion direkt hinten dran. Ich bin gespannt. Eduard Zimmermann hätte wahrscheinlich gesagt, Verbrechen lohnt sich nicht. Aber sogar seine Sendung selbst und der Boom der True-Crime-Formate in Film, Serien und Podcasts beweisen das Gegenteil. Echte Verbrechen ziehen sehr viele an. Also Zuschauer, meine ich. Warum? Und was verrät das über uns, unsere Vergangenheit und Gegenwart? Das untersuchen wir jetzt weiter im Dreisatz-Thema Talk, Faszination, True-Crime. Ich freue mich sehr, dass Regina Schilling mit dabei ist, die Regisseurin des Dokumentarfilms Diese Sendung ist kein Spiel, die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann. Frau Schilling, wann haben Sie denn gemerkt, dass Zimmermanns Erziehungsbotschaft sehr gründlich... Genau so habe ich mir die Macherin vorgestellt von dieser Doku. Genau so, wie die aussieht, habe ich mir sie vorgestellt. Es ist wirklich... Also es ist, wenn ich sie hätte zeichnen müssen, hätte ich sie genau so gezeichnet. Soweit zu den Klischees, die sich manchmal doch bewahrheiten, ne? Unwahrscheinlich unterbewusst ganz lange wirkt. Naja, also ich habe es gemerkt beim Trampen, dass ich tatsächlich das ein oder andere Mal ausprobiert habe, aber immer in dem Gefühl, ich bin dem Tode geweiht. Ich habe es gemerkt, wenn ich nachts alleine nach Hause ging, nach einer Party. Ich habe es in vielen so klassischen Situationen, die wir Frauen alle kennen. Und es ist ja meistens bei den jungen Frauen, ist die Angst ja noch viel größer. So habe ich es zumindest damals erlebt. Und irgendwann ist mir mal aufgefallen, ich glaube, es war so eine Retro-Sendung, dass diese Stimme von Zimmermann und diese ganze Art, dass sich das wirklich ins Unbewusste eingegraben hat und ob das vielleicht daher alles so ein bisschen kommt. Herzlich willkommen in dieser Runde auch Joe Bausch. Er hat im Kölner Tatort 25 Jahre lang den Rechtsmediziner Dr. Josef Roth gespielt und viele andere Rollen, aber war auch in echt Gefängnisarzt oder, richtig heißt es, leitender Medizinaldirektor der Justizvollzugsanstalt Werl von 1986 bis 2018. In diesen 32 Jahren, die Sie da in der Anstalt waren, war da bei Ihnen jemand in Haft, den Aktenzeichen XY ungelöst überführt hat? Ich glaube, es gab zumindest zwei oder drei, die bei Aktenzeichen XY ungelöst gesucht wurden oder die Thema waren die wahrscheinlich auch in dieser Sendung. Dann, ne? Das bleibt nicht aus, wenn man die Crème de la Crème dort unterbringt, dann gehören auch ein paar dazu. Ich meine mich zu erinnern, dass es mindestens drei gab, die halt dort Erwähnung gefunden haben. Und hat die Inhaftierten diese Sendung auch interessiert? Na klar, Verbrecher gucken gerne auch Sendungen über Verbrechensbekämpfung an. Es ist ja keine Weiterbildung, aber es ist zumindest auch Verbrecher sind fasziniert von True Crime und von Verbrechen. Das unterscheidet sie nicht von uns. Ich freue mich, dass Sie da sind, Naila Saimi, forensische Psychiaterin, deren Beruf es ist, StraftäterInnen zu begutachten und zu beurteilen, sind sie psychisch krank oder tatsächlich straffähig. Wie haben Sie denn Aktenzeichen XY angesehen? Ja, ich bin ja 1966 geboren, das heißt, Eduard Zimmermann war das klassische TV-Programm der 70er Jahre. Bisschen wie Helga Feddersen, ne? Sieht die aus. Kennt ihr die noch?
Jahre. Das heißt, meine ersten Sendungen habe ich direkt im Grundschulalter gesehen. Fand es ausgesprochen spannend und interessant. Aber mir geht es ganz ähnlich wie Frau Schilling, dass das in meiner Erziehung eine große Rolle gespielt hat, als Kind und als Jugendliche. Also insofern würde ich sagen, heute gucke ich auf die Sendung Eduard Zimmermann, die ja heute anders moderiert wird, Aktenzeichen XY, mit einem gewissen Kultstatus. Also ich finde, es hat eine bestimmte Art von TV-Geschichte sicherlich geschrieben. Und von daher sehe ich es mit einem ernsten Auge, was sozusagen die Fahndungsaktivitäten angeht. Und auch ich habe Leute begutachtet, die in der Tat Subjekt dieser Sendung waren. Mhm. Aber ich sehe es natürlich auch unter, ich möchte fast sagen, kulturhistorischen Gründen mit amüsiert. Der nächste 12-Stunden-Stream, das ist im Adventskalender. Auf jeden Fall wird am 2. Dezember einer sein und am, wann ist denn dann? 9. 16. 9. 2. Dezember und 16. Dezember sind auf jeden Fall 12-Stunden-Streams. Einer steht schon fest, nämlich 12 Stunden XY. Und über den anderen wird derzeit noch abgestimmt. Vorn liegt im Moment Sebastian Kubot mit seinem Dokumenten-Livestream. Im Abstand. Franziska Singer, herzlich willkommen. Autorin, Schauspielerin, Kabarettistin, aber hier in der Sendung vor allem als Host des Podcasts darf es ein bisschen Mord sein. Und da hört man schon, Sie kommen aus Österreich. Da wurde ja Aktenzeichen auch ausgestrahlt. Als Sie alt genug waren zum Fernsehen, da gab es aber schon Privatfernsehen. Also wann haben Sie dann Aktenzeichen XY mal gesehen und warum? Das habe ich nicht gesehen als Kind. Das habe ich tatsächlich erst dann während der Recherchen zum Podcast angeschaut. Ach was? Ja, ich bin aber mit Krimiserien aufgewachsen. Also ich habe mich das dann so heimlich dasselbe. Hinter der Wohnzimmertür versteckt und Kommissar Rex zum Beispiel. Ein sozusagen ein erfülltes Leben als Kind hat man erst, wenn man sich einmal auch bei Ede gegruselt hat. Ich bin mit angeschaut und fand das immer wahnsinnig faszinierend. Und irgendwann bin ich dann drauf gekommen, okay, das gibt es gar nicht nur im Fernsehen, das ist ja auch echt. Also solche Fälle, wie sie dort vorkommen, gibt es auch in Wirklichkeit. Und das hat mich total in seinen Bann gezogen. Frau Schilling, ist es ein Zufall, dass True Crime in Deutschland erfunden wurde? Oh, das ist ja jetzt... Ja, ist das denn wirklich so, dass das in Deutschland erfunden wurde? Ich hab die ja in der Doku auch schon behauptet. Ich habe da so meine Zweifel, ob das in den USA auch schon so was Ähnliches gegeben hat. Aber gut, mag sein. Das ist eine Frage. Warum heißt es denn überhaupt True Crime, also Englisch, wenn es in Deutschland erfunden wurde? Es ist ja auch immer noch, also ich meine, ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, in die Tiefe zu gehen. Ich sage ja in meinem Film, Zimmermann hat das erste True Crime Fernsehformat erfunden. Es wäre aber vielleicht, wenn man jetzt noch mal tiefer reingeht, ist es überhaupt wirklich True Crime? Weil bei Zimmermann muss man ja schon sagen, ist ja die, der Schwerpunkt liegt ja darin, den Täter zu fassen oder die Täterin. Es sind ja meistens Täter. Und ja, beim True Crime, also diese ganzen sind ja Formate, Frauen, ihr Podcast, die umgebracht werden, was ihre gar nicht Sendung, stimmt, ihr Podcast, da geht es ja eigentlich mehr darum, auch so eine Psychologie der Täter zu entblättern. Ja, da weiß ich ja, wer war der Mörder. Und da bin ich dann manchmal also gar nicht so sicher, ob das, das habe ich so salopp formuliert, True Crime-Format ist. Und mit Deutschland, also 67, als Zimmermann dieses Sendeformat erfunden hat, hat es bestimmt Gründe gegeben, viele oder nicht bestimmt, zähle ich auch aus auf in meinem Film, warum diese echte Sebastian bekommt das Geld komplett. Brecherjagd auf so eine Begeisterung gestoßen ist. Kriminalität ist angestiegen, der Wohlstand, das Wirtschaftswunder, es gab wieder was zu holen. Ja, also in den Nachkriegsjahren, also es war ja ganz viel auch Diebstahl, Banküberfälle ohne Ende, das habe ich ja in meinem Film etwas vernachlässigt. Insofern, ja, also ist Deutschland damals zumindest ja, sicherlich prädestiniert gewesen. Warum heute der True Crime in seinem Podcast und so populär wieder ist, ist dann wieder eine andere Frage. Auf die klären die wir jetzt keine gleich. Antwort habe. Nee, da reden wir gemeinsam drüber. Also jedenfalls, auch wenn dieses Genre in Deutschland erfunden wurde, es fasziniert die ganze Welt. Warum und mit was für Auswirkungen, darüber gleich. Aber erstmal eine kleine Erfolgsgeschichte des True Crime jetzt.
Mord, Vergewaltigung, Entführung. Vor einem Millionenpublikum werden heute in Filmen, Serien und Podcasts wahre Verbrechen detailverliebt aufbereitet. Das Genre True Crime boomt wie nie zuvor. Ein bestialischer Verwesungsgeruch steigt Ihnen in die Nase. Aber woher kommt diese Faszination? Ob in der Presse, Literatur oder Schauergeschichte am Lagerfeuer. Seit Jahrhunderten lehren uns grausame Verbrecher das Gruseln. Die erste Geschichte aus dem Bereich True Crime, mit der ich zu tun hatte, war die von Elisabeth. Hier ist aber auch irgendwie, andauernd hat die ihre Nase irgendwie denn im Fernsehen, ne? Wenn es um True Crime geht, immer. Also weiß ich nicht. Gut, ja, sie war ja auch ein paar Mal hier damals, aber sie war auch ganz nett. Aber irgendwie, also ist das ein bisschen Überhand, finde ich, ne? Elisabeth Báthory, die als Blutgräfin in die Geschichte einging und die hat mir meine Oma erzählt. Und wenn man da mal zurückschaut, dass damals dort, wo sie lebte, Groschenromane gab. Und in den Groschenromanen wurden beispielsweise historische und auch teilweise aktuelle Kriminalfälle dann so fiktionalisiert dort auch dargestellt. Serienkiller wie Elisabeth Báthory sind heute die Stars im True Crime Genre. Eine Umfrage unter 2000 True Crime Fans ergab, dass 44% sogar einen Lieblingsserienmörder haben. Und dank der vielfältigen Möglichkeiten moderner Medien sind sie präsenter als je zuvor. Ein anderer Fall, der auch popkulturell ziemlich viele Einflüsse ausgeübt hat, war der von Ed Gein. Der hat Mitte des 20. Jahrhunderts nachweislich zwei Frauen getötet, hat auch Leichenschändungen begangen. Und sein Fall wurde sowohl von Alfred Hitchcock als Inspiration benutzt, nämlich für seinen Film Psycho. Und später hat auch der sehr bekannte Film Das Schweigen der Lämmer, Roman basierte, sehr stark das Thema geschminkt. Aufgegriffen. Also in dem Roman wird ein Täter namens Buffalo Bill dargestellt und auch bei dem gibt es also Fall Ed Gein. Die Verbrechen mögen die Menschen bleiben, doch der Umgang mit ihnen ändert sich. Die Monster der Kriminalgeschichte sehen heute so normal aus wie wir. Vielleicht ist es das, was sie für uns heute so faszinierend macht. Ja, und ich würde ja sagen, man kann eine Linie ziehen von den antiken Brot und Spielen über die Hexenverbrennung, über Muritate, Bänkelgesänge bis zu den Mörder-Ballads von Nick Cave und den True Crime Podcasts von heute. Immer hat dieses echte, vermeintlich böse, aber auch diese Brutalität, also das Ausstellen von Brutalität, Menschen in den Bann gezogen. Da frage ich mal die Forensikerin Nala Saimi, warum? Also ich glaube, es sind ganz komplexe Wechselwirkungen. Das eine ist, wir alle oder die meisten Menschen haben Angst vor dem Tod und es gibt eine große Konstante in unserem Leben, nämlich dass wir alle sterben müssen. Das heißt, wir wissen eigentlich nicht, was unser Leben so für uns bereithält, aber eines wissen wir hundertprozentig, wir werden sterben. Das ist eine große Konstante, die den Menschen erstmal Angst macht. Und das heißt, die Frage ist, wie werde ich sterben? Und das kann man sich jetzt sozusagen als angenehmes, sanftes Einschlafen vorstellen. Auch die Menschheitsgeschichte ist durchzogen von kriegerischen... Von nicht so sanften Einschlafen? Dingen, also von Krieg und Gewalt. Und dann gibt es noch die sozusagen nicht kriegerische Gewalt. Und das ist ja im Grunde das Thema des True Crime. Das heißt, durch ein zerstörerisches Tun eines anderen Menschen ums Leben kommen. Das ist das eine. Das zweite ist, glaube ich, dass wir aufgespannt sind in der Frage, wer will ich sein, wie will ich sein, wie soll ich sein? Also was sind Wieso? Ich gucke mir XY oder True Crime gerne an, weil ich Angst habe, durch einen Autounfall zu sterben oder was? Oder was erzählt sie uns da gerade? Ja genau, ich bin jeden Tag renne ich durch die Gegend und mache mir Gedanken darüber, wie ich wohl sterben werde, klar. Meine guten, meine konstruktiven, meine sozial erwünschten Anteile, aber wer könnte ich eventuell auch sein? Das heißt, True Crime bietet auch eine Projektionsfläche, sozusagen gefahrfrei sich mit der potenziell menschlichen Destruktivität zu befassen, die dann charmanterweise vom anderen ausgelebt wird und man selber damit gewissermaßen kathartisch eine Läuterung erfährt. Also der andere mordet für einen persönlich stellvertretend und das muss man nicht selber tun. Wenn Sie in True Crime Geschichten rauszuziehen, ergründen Sie da auch die dunklen Anteile Ihrer selbst? Karten auf dem Tisch? Nein. Doch, natürlich. Also ich versuche,
ein gewisses Verständnis, sage ich jetzt mal so, zu finden, wie der Täter da dazu kam oder wie es dazu kam. Heißt nicht, dass ich diese Leute verstehe oder es tatsächlich ist, für mich selbst wunderbar nachvollziehen kann. Aber Sie versuchen zu verstehen? Ich versuche es. Also es gibt ja immer einen Grund, warum man was macht. Kann jetzt total doofer sein oder auch nicht. Also so sehe ich das zumindest. Aber darf ich vielleicht was dazu sagen, warum es gerade Frauen so interessiert, ja, bitte, dieses Thema? Ich also denke, statistisch nämlich total belegt. Ne? Ja, ja, genau. Also Frauen haben statistisch gesehen mehr Angst, Opfer eines Verbrechens zu werden als Männer. Und auch wenn man sich die Zahl der Tode durch Gewaltverbrechen anschaut, dann sind das sehr viel mehr Frauen, als es Männer sind. Gerade in Österreich ist das Thema Femizide in den letzten Jahren wieder sehr groß geworden. Und es ist auch gut, dass wir endlich mal richtig drüber reden. Femizide? Also dieses Jahr wurden in Österreich schon 19 Frauen Opfer eines Femizids. Oder eines versuchten Femizids. Letztes Jahr waren es 29 und ich habe jetzt nur aus Deutschland nur die Zahlen von 2021. Da waren es 113 Frauen versus 14 Männer, die an einem Gewaltverbrechen starben. Da muss man, glaube ich, differenzieren. Also das eine sind die Gewaltverbrechen, jetzt, also jetzt will sie differenzieren, jetzt bei ihrer Doku machen sollen. Motiven, also die sogenannten Femizide. Mhm. Sonst sind es Männer. Und Gewaltverbrechen, also ein Raubüberfall auf der Straße und so weiter, es sind statistisch die Männer sehr viel mehr betroffen. Mhm. Also de facto in der Realität, also Sie kennen die Zahlen vielleicht wahrscheinlich besser, sind eigentlich Männer gefährdeter, nachts im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Auch aber ne, das muss man... Auch was Tötung angeht. Also es werden definitiv mehr Männer getötet. Frauen, die nicht auf die Straße gehen nachts. Üblicherweise bringen Männer einander um. Ja. Und es sind weniger Frauen, aber genau in dem Thema soziales Nahfeld. Und was man sagen muss, bei Sexualmorden, die insgesamt extrem selten sind, da sind es fast ausschließlich Frauen. Aber warum, also was machen denn dann die Frauen, wenn sie True Crime hören? Ist es eine Art Vorbereitung oder ist es eine also warum, was ist denn die Begründung dann dafür, dass sie... Die holen sich eine Anleitung, wie sie ihren Kerl loswerden. Dass mehr sich reinziehen müssen. Es ist für viele bestimmt eine gewisse Art Vorbereitung oder die Vorstellung, dass man sich dadurch besser gewappnet sein könnte, wenn man in so eine Situation kommt oder gebracht wird. Also man hört ja dann, da ist das und das passiert und die Person hat so reagiert und das ist dann gut gegangen oder nicht. Ich würde niemals dem Opfer irgendeine Schuld geben. Ja, der Täter hat immer Schuld. Aber vielleicht kann ich daraus ablesen für meine Zukunft, wenn ich in sowas Ähnliches reingerate, wie könnte ich mich selbst verhalten? Aber es sind die Fälle unter uns gesagt. Darum geht es doch in den True Crime Formaten gar nicht. Der wird ja, das hat der hat das gemacht mit Vorbeugung, was er ab und zu hatte. Ne? Der hat Tipps gegeben, ne? wie man sich verhalten soll. Aber das ist ja in diesen True Crime Formaten nicht. Also was bringt das denn, das zu gucken, wenn man da Tipps haben möchte, wie man sich wehrt gegen so einen Täter oder sowas? Die wir besprechen in dem Podcast sind so selten, dass man daraus auf keinen Fall, wie ich finde, ableiten kann, dass man an diesem Beispiel sozusagen Existenz verlängert oder prophylaktisch. Ich finde einfach, nein. Welche Geheimnisse? Ja, also was suchen Sie denn, wenn Sie eben Ihre Podcasts oder auch Ihre Bücher schreiben? Warum fasziniert Sie dieses offiziell Thema so? Fasziniert uns das Verbrechen. Wobei mich fasziniert im Endeffekt die Frage, was macht einen Menschen böse? Was bewegt ihn dazu, das zu tun, was er da tut? Ist für mich eine Endlos-Story. Also auch nach 32 Jahren engem Umgang mit diesen Tätern kann ich das noch nicht abschließen. Aber können Sie ein Stückchen Antwort geben? Aber ich kann zumindest, ich weiß zumindest, glaube ich, warum Menschen sich mit True Crime beschäftigen. Und das ist ein bisschen auch die Wahrheit von dem, was Sie sagen. Ich sage ja auch nur, das ist ein Gefühl, dass die Leute das haben, die das hören. Ich glaube, nicht, dass es Fakt ist. Ich glaube, ich habe eine ganz andere, wir wissen, dass Frauen mehr antizipatorische Ängste haben. Also das heißt, die sind klüger als Männer, sondern die können vorher schon überlegen, was ihnen bevorstehen könnte oder sowas. Und vielleicht ist es schon ein bisschen auch so, dass Frauen schon auch informiert sein wollen, weil sie halt eben in bestimmten selteneren Fällen häufiger die Opfer sind. Ich denke, es soll über die Doku diskutiert werden. Jetzt reden Sie da
so im Allgemeinen, das ist so allgemeines Gelaber im Moment, ne? Nee, das haben wir nicht geklärt, weil da bin ich gar nicht dieser Meinung. Lass mich was anderes sagen. Was ich glaube, ist Folgendes. Wenn wir heute, was Sie gesagt haben, ist, das True Crime hat eine gewisse Zeit. Also es gibt Zeiten des Wohlstandes, da wächst der True Crime. Ich glaube, es gibt momentan Gegenden in der Welt, da wird True Crime nicht verkauft werden können. Ich könnte da einige Länder nennen, wo das momentan gar keine Rolle spielt, weil im Fokus steht Gewalt und Gefahr im echten Gewalt Leben. Ist um jede Ecke. Da ist Todesangst etwas Erfahrbares. Das muss ich nicht künstlich herstellen. Ich glaube, der Erfolg von True Crime ist auch dem geschuldet, dass wir diese sogenannte Angstlust irgendwie auch ausleben können, dass wir gefahrlos uns Sachen nähern können, jederzeit. Also Angstlust, weiß ich nicht. Das ist einfach Voyeurismus, der da zum Ausdruck kommt. Das ist alles. Ein uralter menschlicher Instinkt. Also die machen das so kompliziert mit dem, was sie da sagen. Ich glaube, es ist viel simpler. Steckdose. Den Stecker ziehen können, fraktioniert Gefahr erfahren können und auch wieder beenden warum können. Warum wollen wir das denn? Ja, weil es uns relativ gut geht, weil wir natürlich auch, wir haben offenbar ja Lust, mit unseren Ängsten zu spielen. Und ein Stück weit ist der True Crime auch eine Chance, meine eigenen Ängste wieder unter Kontrolle zu kriegen, eine Angstabfuhr, so nenne ich das mal, herzustellen. Weil Beispielsweise, also so wie diese Katharsis im Theater, wenn ich die Tagesschau sehe, bin ich nachhaltig verstört und bekomme Angst. So, der Tatort nach der Tagesschau sorgt dafür, dass ich ein Format habe, wo ich vielleicht kurz Angst empfinden kann. Dann ist aber am Ende wird der Fall gelöst. Es sind immer gelöste Fälle. True Crime sind immer auch Fälle, die wir aus der Retrospektive betrachten. Das ist also ein gelöster Fall. Da weiß ich, nö, nicht der immer. Muss Warum? Mir nicht dauerhaft Angst machen. Und das ist der Unterschied zu XY. Das ist der Unterschied zu XY. Es gibt auch True-Crime-Sendungen, wo natürlich über Verbrechen berichtet wird, die nicht gelöst wurden. Also Zodiac-Killer oder was weiß ich, solche Sachen. Das ist Quatsch, dass das immer gelöst wird. In Krimiserien, ja, das ist wohl wahr. Ich glaube, es ist die Erhabenheit, dass man selber nicht von diesem Elend, von dem Bösen, von dem Zerstörerischen tangiert wird. Das ist die Erhabenheit im Sinne von vom Glück privilegiert zu sein. Das ist das eine. Ach, und das zweite ist, glaube ich, auch noch ein Thema der moralischen Empörung. Auch in armen Ländern werden gerne Krimis geguckt. So Quatsch. Es ist Glück, privilegiert zu sein. Und weil mir denn so langweilig ist, als reicher Mensch, der sozusagen mit goldenem aus vom goldenen Teller ist, weiß ich nicht, was ich den ganzen Tag tun soll. Ach, dann will ich mich jetzt mal ein bisschen gruseln und deswegen bin ich so wohlstandstrunken, dass ich True Crime Formate gucke oder was. Das ist doch dummes Zeug, was die da erzählen. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Weil beim Tatort, das ist natürlich sozusagen was Fiktives, da kann ich mich im Grunde auf einen Film, auf ein Unterhaltungsformat konzentrieren. Beim True Crime erlange ich Kenntnis über eine reale Person, die also potenziell ja mein Nachbar hätte sein können. Und diese Person tut etwas, was weit jenseits der Norm ist, weit jenseits des gesellschaftlich Akzeptierten ist. Und häufig, also wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann kommen ja auch immer die journalistischen Anfragen bei mir an und nach dem Motto, können Sie erklären, warum tut denn jemand sowas? Und in dieser Frage, die den Leser interessiert, schwingt immer ein Stückchen moralische Hybris mit. Im Sinne von, wie kann denn so jemand etwas tun? Und da sage ich im Grunde immer, wenn wir auf uns selbst schauen und uns klar machen, warum sind wir so geworden, wie wir sind, soweit wir das überhaupt erklären können, dann merken wir, dass das eigentlich nur eine ganz dünne Schicht ist, die uns von demjenigen trennt, der etwas völlig Abnormes tut, weil das meiste, ja, das gilt für dich vielleicht. Was wir eben also auch haben als ein paar Leichen im Keller als Menschen. Jetzt sagen Sie gerade, wenn die Journalisten anfragen, wie ist es denn bei Ihnen? Welche Fälle interessieren Sie aus professioneller Sicht denn am meisten? Also im Grunde, gut, ich befasse mich, Leichenteile das kann ich glauben, ich befasse gefunden mich in der werden. Regel mit der ganzen Bandbreite von Körperteile abgeschnitten Gewalt, werden. So eine und ist das. Mit Tötungsdelikten, vollendeten und versuchten Tötungsdelikten und auch eben mit Staatsschutzbelangen, also mit extremistischer Gewalt. Das ist mein Schwerpunkt. Und ich habe selber eigentlich
den Anspruch, in meinen Gutachten eine Art forensisch-psychiatrisches Porträt zu machen unter einer professionalisierten Fragestellung. Ich sage also meinen Probanden immer, sie müssen sich mich so vorstellen wie so ein Maßschneider. Ich möchte einfach einen perfekten Maßanzug auf sie schneidern, der sozusagen zu ihrer Figur passt. Und sie können mir jeden Quatsch erzählen, aber dann passt nachher der Anzug nicht. Aber freuen ist jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber wo sagen Sie, ach ja, das interessiert mich jetzt besonders, da quasi ist ein professioneller Drang irgendwie in die Komplexität Richtung. Des Falls. Also je komplexer eine Fallgeschichte ist, je komplexer, je unklarer ein Tatmotiv ist, je mehr Taten mit einer sehr speziellen, komplexen Persönlichkeit verwoben sind oder Tatmotive unklar sind, wenn es zum Beispiel um Tötungsdelikte geht, wo man sagen kann, naja, war das jetzt doch eher ein dissoziales Motiv, war das ein sexuell motiviertes Motiv, war es ein sexuell assoziiertes Motiv, was für mich eine ganz entscheidende Rolle spielt, nicht für das Opfer ist dann tot, aber für den Fall selber spielt es eine Rolle. Das sind Dinge, die ich fachlich interessant finde. Und mein Reiz ist im Grunde, dass egal zu welchem Ergebnis ich nachher komme, dass der Mensch sich gesehen und verstanden fühlt. Und das macht mir am meisten Freude. Die schweifen viel zu sehr ab vom eigentlichen Thema. Zu einem Ergebnis kommt, wo vielleicht der Proband in Anführungsstrichen nicht viel von hat. Wenn der trotzdem nachher sagt, ich habe mich aber verstanden gefühlt, ich hab mich erkannt gefühlt. Sind Sie in der Lage dazu? Also auch wenn Sie sagen, das ist jemand, der ist krank, der ist nicht straffähig, kann der denn dann sich selber so sehr verstehen, dass er sagt, Sie haben recht? Die meisten Menschen, mit denen ich spreche, sind ja nicht psychotisch. Die meisten Menschen, mit denen ich spreche, sind ja nicht im engeren Sinne psychisch krank, sondern sie sind letztendlich in einer gemeinsamen Realität. Mir wäre die unheimlich. Ja verschiedene Ansätze. Also ich wär, wenn ich irre wäre sein, und müsste zu der in die Praxis, ich glaube, da würde ich noch irre rauskommen. Hinterher. Täter, dass der Täter sich selbst begreift, versteht. Und unser Job im Podcast ist so ein bisschen, dass der andere, also nicht das Opfer, sondern der Zuschauer, so ein bisschen sagt, auch je komplexer die Geschichte ist, aber trotzdem, dann halt einfach den Täter, seine Motive, seine Beweggründe versteht. Also nicht den Täter, so dass welche Geschichten ziehen denn beim Publikum am besten? Also wenn ich glaube, was immer zieht, ist Mann bringt Frau um und auf möglichst schauerliche Art und Weise und am besten noch mit einer Vergewaltigung dazu. Also sage ich jetzt mal so zynisch. Das scheint, also das habe ich ja auch in der Beschäftigung mit XY gemerkt, dass da also wahrscheinlich jeder, so gefühlt jeder Sexualmord, der nicht aufgeklärt wurde, in der Sendung gelandet ist und da immer wieder dieselben Bilder inszeniert werden in der Art des Tatorts, in der Art anderer Krimis und immer in dieser Art, so dieser übermächtige Täter und das arme Mädchen, was sich im Gebüsch zusammenkauert und der Wald und diese ganzen... Ja, wenn sie nicht ein armes Mädchen gewesen wäre und der Täter nicht übermächtig gewesen wäre, dann wäre es ja zu der Tat gar nicht gekommen. Dann hätte sie sich ja wehren können. Also was ist denn daran an der Inszenierung falsch? Schauer in die Kränzchen, die man braucht und wo immer, also wo in uns schon so früh so reingebimst worden ist, wir Frauen sind immer die Opfer, wir sind die Ängstlichen, Verschüchterten, wir werden gejagt von... Jetzt fängt sie mit dem Quatsch wieder an. Jetzt wird's interessant. Jetzt reden Sie endlich mal über diese bekloppte Doku. Den Männern und es ist so eine Lust in der Darstellung, auch in diesen XY-Folgen eben gewesen. Und das hat mich ja wahnsinnig wütend gemacht. Und ich glaube nicht, dass sich Frauen, ob junge Frauen oder alte Frauen, die Podcasts anhören, weil sie sich schützen wollen vor der Gewalt. Das glaube ich nicht. Also da habe ich eindeutige... Okay, Rückmeldung wahrscheinlich. Ja, gut, das kann ich nicht gerne auch noch eine Sache eben kurz korrigieren bezüglich meiner Arbeit, damit da kein falscher Eindruck entsteht. Meine Arbeit ist keine. Deine Arbeit hast du schon lange genug drüber erzählt. Ob der Proband letzten Endes mit dem Gutachten etwas anfängt oder nicht, kann ich mal sagen, it's up to him. Ja. Aber ich habe eine professionelle Fragestellung im Rahmen des Strafrechts und diese Fragestellung bearbeite ich. Das ist mir ganz wichtig. Aber ich habe mir angewöhnt, je länger ich dabei bin, habe ich mir angewöhnt, nicht nur von oben herab zu schauen. Also wenn ich meine eigenen Gutachten lese aus dem Jahr 2000, 2001, dann würde ich sagen, der wird dir übel, die ne? Frau Salmi, die hat aber auch eine ziemliche Hybris gehabt. Also das ist sozusagen top-down. Und ich habe mir im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, die ich das jetzt mache und im Laufe meiner eigenen Beschäftigung mit verschiedenen Aspekten des Menschseins,
angewöhnt und zu eigen gemacht, zu sagen, wenn ich etwas schreibe, was einer professionellen Fragestellung folgt, und ich bin unparteilich, also ich bin wirklich so unparteiisch, dass ich da sagen würde, also mit mir können Sie definitiv keine Pferde stehlen. Ja? Sie können mich nicht auf den Tisch ziehen für irgendwas. Mhm. Aber ich möchte oder ich wünsche mir, dass das, was da steht, dass der Proband es selber lesen kann, möglichst mit einem Gewinn für sich. Ob er das tut oder nicht tut, ist seine Sache. Manchmal gelingt das. Manchmal ist es auch so, dass der Proband es grundsätzlich nicht mit Gewinn lesen will. Aber wenn es gelingt, dann, glaube ich, ist es ein gutes Gespräch gewesen. Mhm. Lassen Sie uns über, also an diesem Punkt weitermachen von, Ede Zimmermann hatte eine Botschaft. Also in Ihrem Film kommt das raus. Für dich Eduard Zimmermann, ja? Ede dürfen nur Fans sagen. Sie vermuten so ein bisschen, er hätte selber irgendwie Töchter und wollte irgendwie da so ein Erziehungsprogramm auferlegen. Ich glaube, dass wir, und Sie haben diese Moral, also auch eben diese Moralvorstellungen, die diskutiert werden, an den Fällen reingebracht. Ich glaube, wir handeln als Gesellschaft an Verbrechen. Ich glaube sogar, die Angst vor Verbrechen ist so eine Grundlage dafür, dass wir Politik erfunden haben. Dass wir einen Rechtsstaat erfunden haben, damit wir sagen können, du bringst mich nicht um, du nimmst mir nichts weg, wir regeln das hier alles. Aber eigentlich ist es, um zu verhindern, dass irgendjemand einfach brutal wird. So, und in der Geschichte, Jahrhunderte, jahrtausendelangen Geschichte der Verbrechen, was haben wir denn da wie ausgehandelt? Also in den 70ern war das die Frauenrolle irgendwie ja auch. Was war es vorher, was ist es jetzt? Also ich finde es ganz spannend, was Sie sagen, nämlich dass... Ich muss die immer jedes Mal antworten, die redet viel zu viel, finde ich. Und in den 70er Jahren war es die anderen beiden kommen kaum zu Wort. Eine sehr doppelbödige Botschaft. Es waren immer die Frauen als Opfer, aber zugleich wurden sie in den 70er Jahren immer dargestellt als Frauen, die sich auch nicht wundern müssen, weil sie als liederliche Wesen im Minirock nachts alleine aus der Diskothek nach Hause gehen. Das heißt, es wurde immer mit einer Moralisierung der Frauenrolle verknüpft. Und man muss natürlich auch sagen, da bin ich vollkommen bei Ihnen, wenn dieses ständige Opfernarrativ von Frauen ständig perpetuiert wird, das hat sich in die Gesellschaft... Es war ja nicht ständig. Es sind auch Fälle gezeigt worden, wo Männer ermordet wurden. Das ist dummes Zeug mit den Frauen. So tief eingefressen, möchte ich sagen. Hat die sich in ihrer Ideologie da zurecht fantasiert. Bei dem Thema der Fehlbezichtigung, das ist ja auch etwas, was mich durchaus umtreibt, die Fehlbezichtigung von Männern, dass sie angeblich sexualisierte Gewalt gegen Frauen ausgeübt haben, dass da auch sehr schnell in der öffentlichen Wahrnehmung, bevor irgendeine Sache überhaupt aufgeklärt ist, auch wieder die Frau als automatisch natürlich als Opfer dargestellt wird. Wo man sagt, sorry Leute, ist noch gar nicht bewiesen, dass überhaupt irgendwas stattgefunden hat. Und eine Frau ist nicht per se automatisch Opfer, weil sie Frau ist. Also auch das hat einen ziemlich verzerrten Blick auf Frauen in der Gesellschaft sicherlich mit befördert. Also dann ist in den vergangenen Jahrzehnten die Frau quasi moralisch ausverhandelt worden. Aber wenn wir gucken, bei den Hexenverbrennungen war es genau dasselbe. Ja, also Frauen wurden auch da und auch diese Schauergeschichten und auch diese öffentliche Zuschaustellung, die ja echt erlebbarer True Crime war, gibt es keine. Jetzt sind wir schon bei Hexenverbrennungen. So weit ist es jetzt schon zurück. Sag mal. Anderen Themen, die wir moralisch verhandeln über Verbrechen? Naja, es ist ja also die Hexenverbrennungen haben ja auch in einer patriarchalischen Gesellschaft stattgefunden. Und das sind die patriarchalischen Strukturen, die sich jetzt dürfen Hexen frei rumlaufen. Also auf die wir ja jetzt anders schauen. Aber ja, das da ist man ja wirklich versucht, jetzt also, mit so Macho-Sprüchen jetzt zu kommen. So aus Prinzip, ne? Ich von XY gesehen habe, es geht ja gar nicht nur um die Frauen und um die Mädchen, die das gucken. Es geht ja auch um die Jungen und um die Männer, die das gucken. Die sind ja auch Opfer einer patriarchalischen und die auch ermordet werden. Da kommen wir wahrscheinlich auch, was Sie auch alle als Erfahrung gemacht haben, warum morden meistens die Männer auf diese Art und Weise? Das fängt ja alles ganz früh an, ja? Ein Junge lernt. Weil Frauen zu doof sind und sofort auffliegen und es gar nicht erst in die Sendung kommt. Weil die Morde sofort schon geklärt werden, wenn Frauen morden. Ganz früh seine Gefühle zu unterdrücken. Könnte man jetzt sagen. Das einzige Gefühl, was er haben darf, ist die Wut. Ja, also Jungs und die Wut, die sich nach außen richtet, die Mädchen lernen ganz schnell Wut nach innen zu richten und so weiter und so fort. Das sind ja die Wurzeln und darum wird, glaube ich, also von der Hexenverbrennung zu diesen, also das passt ja ganz gut, weil ich habe ja in meinem Film einen Ausschnitt der Scheiterhaufen, also werden ja auch oft Frauen verbrannt, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, wirklich, also im Wald, ja, die Leichen angezündet, zum Teil auch. Ja, weil die Täter das so gemacht haben, das hat sich ja Ede nicht ausgedacht oder Kurt Grimm, sondern das ist so passiert, dass die Frauen verbrannt wurden. Um Spuren zu verwischen.
Also ehrlich, das ist, sie hat ja immer in ihrer Doku andauernd so getan, als wenn Ede das alles selbst inszeniert hätte. Und es hätte mit der Realität überhaupt nichts zu tun gehabt. Nein, das waren reale Fälle, die so nacherzählt wurden, wie sie waren. Und zwar in Zusammenarbeit mit der Polizei. Und die Polizei wird schon darauf geachtet haben, dass das genau so auch eingehalten wurde und so nacherzählt wurde, wie es auch war. Geschichtet, das hat ja diesen patriarchalischen Ursprung. Aber wenn wir uns jetzt angucken, wie darüber berichtet wurde, also dann war Ede Zimmermann hatte klar so eine Moralerziehung. Irgendwann war das auch mal Aufklärungsarbeit. So wie wir True Crime heute rezipieren, ist es ja schon eher Unterhaltung. Absolut. Also was sagt uns der Wandel davon, darüber, wie wir mit diesen Verbrechen... Das war damals auch Unterhaltung, XY. Das ist ja Quatsch, das zu bestreiten. Natürlich war es auch Unterhaltung. Umgehen und auch wie stark der moralische sozusagen Impetus jetzt noch ist, wenn wir uns eigentlich unterhalten lassen davon. Also ich würde sagen, es war auch zum Beispiel um die Jahrhundertwende absolute Unterhaltung. Wenn man sich die Zeitungen anschaut von damals. Ja, oder öffentliche Hinrichtungen waren auch Unterhaltung. Wenn Leute gehängt oder geköpft werden mitten im Freien auf der Bühne. Das war auch Unterhaltung. Über Seiten hinweg detailreichst klar beschrieben, wie Person XY ermordet wurde und was da alles dabei gefunden wurde und über den Täter und so. Genau, also, oder Frauen sind so clever, dass sie so morden, dass man sie nicht als Morde identifiziert. Das kann natürlich auch sein, ja, Giftmorde zum Beispiel, da hast du recht, auch das wäre eine Möglichkeit. Frauen sind zu klug, aufzufliegen oder dass es als Mord wahrgenommen wird. Das ist richtig, das könnte auch sein. Das war... So sehr ins Detail würde ich in meinem Podcast gar nicht gehen, wie es da zum Teil drin steht. Mhm. Es ist ja verrückt. Wir haben ja jetzt schon gesagt, mehrmals, das sind diese Sexualverbrechen, diese Gewaltverbrechen, das sind die viel klar, also die sind groß und interessant und möglicherweise faszinierend, kommen aber relativ wenig vor. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, uns interessieren nur die dicken Banger, dann könnten wir genauso gut ja eigentlich auch auf Wirtschaftskriminalität oder Umweltverbrechen gehen. Warum interessiert uns das nicht? Einerseits. Und andererseits, wieso interessiert uns das Grauen, das uns näher ist, nämlich die häusliche Gewalt oder die Gewalt gegen Kinder? Wieso interessiert uns das nicht so das sehr? Das ist nachvollziehbarer. Ja, ich glaube, es soll... Das ist einfach, ich sag mal, also Gewalt gegen Kinder wird da auch interessiert geguckt. Also bei XY hat es auch viele Kindermorde gegeben. Die haben oftmals Kindermorde zum Thema gemacht. Also das ist ne? Weiter. Nein, es waren ja nur Frauen, die umgebracht wurden bei XY, ne? Weil Ede sich dran aufgegeilt hat, gemeinsam mit Peter Hohl. wieder eine Frau umgebracht, ne? Wir brauchen keine Frauen, wir haben ja uns. Das ist White-Collar-Crime. Hochspannend. Kunstdiebstähle. Mhm. Tolles Thema. Aber es ist unheimlich komplex zu erzählen. Es erschließt sich ja nicht jedem. Es geht auch nicht so schnell. Du musst, das ist elitär. Du musst das, also Kunstdiebstahl, genau, da sind sie nur von betroffen, wenn sie Kunst haben, genau. Sonst eigentlich nicht. Also das ist ein Minoritätenthema. Genau. Okay. Eben. Ja. Und deshalb braucht man... Steuerhinterziehung auch? Ja, deshalb braucht man erstmal was haben. Eine bestimmte Größe sicherlich. Deshalb brauchen wir es nicht erzählen. Wir wollen damit natürlich auch Quote machen, ob das jetzt XY ungelöst ist oder ob das der Tatort ist oder ob das True Crime ist. Wir wollen unterhalten auch. Und offenbar unterhält Mord und Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt und so weiter unterhält unser Publikum am besten, was pendelt, Plätzchen backt und putzt und zwischendurch sich das auf die Ohren gibt, was wir Ihnen da in dem Podcast erzählen. Ja. Offenbar ist ich glaube, es ist auch die Kombination der... Man muss mal gucken, wann wird das denn rezipiert? Also setzt man sich zu Hause hin und sagt, jetzt gucken wir, so wie das bei XY Zimmermann war. Das war kollektives... Guck mal, wie die hier vorne sitzt. Diese Regina Steng, so breitbeinig, wie so eine... Was ist das für eine? Ich habe mir die genauso vorgestellt, wie die ist. Das Versammeln vor dem Lagerfeuer und jetzt wird geguckt, was Ede uns jetzt präsentiert. Heute passiert das nebenbei. Und es ist die Psychologisierung der Erfassung von Welt. Ja. Also früher, in früheren Jahrhunderten, war das Tor zur Welterfassung die Theologie, der Glaube, die Religion. Ja. Und jetzt ist zumindest in unseren kulturellen Breiten eine hohe Tendenz zur Panpsychologisierung von allem. Also nicht? Man kann nicht aus pragmatischen Gründen, also aus unmoralischen, pragmatischen Gründen, irgendeine Handlung begehen, sondern das muss dann besonders
psychologisiert werden. Das muss in der Kindheit schiefgelaufen das sein. Ja, oder ich meine, ich bitte Sie, aber wenn jemand fragt irgendwie, wie kann jemand denn eine Säuglingsleiche in einem eigenen Blumenkasten auf dem Balkon unterbringen, dann muss ich sagen, ist mein erster Gedanke, na, das finde ich eine ziemlich pragmatische Lösung. Ja, ja, wo denn sonst? Ja, also das kann ich natürlich nicht fragen, aber ich würde gerne gelegentlich mal zurückfragen und sagen, wo hätten Sie das Kind? Vielleicht hat die denn schon vergraben im Blumenkasten? Also wir boostern Dinge psychologisch. Die finde ich alle ganz furchtbar. Die eine andere, die Podcasterin da, die war mir noch am sympathischsten, die kommt überhaupt nicht mehr zu Wort. Auf, die manchmal unfassbar banal sind. Das habe ich ja auch immer wieder in Fragen, dass ich Fragen gestellt bekomme. Ja, Sie befassen sich ja mit den menschlichen Abgründen und Tiefen. Wo ich immer sage, ja, das Verbrechen ist eigentlich so untief wie eine Pfütze. Ja, es ist banal. Und das ist vielleicht sogar, also ohne jetzt den weltbekannten Titel von Hannah Arendt diesbezüglich trittbrettfahrerisch imitieren zu wollen, sondern ich glaube, in diesen Titeln, die Banalität des Bösen, da ist ganz viel drin, was auch Verbrechen heute betrifft und nebenbei bemerkt auch global, also gar nicht nur individuell, sondern wenn Sie sich das auch auf der internationalen Ebene angucken, wenn Sie genau hinschauen, was ist eigentlich das Motiv, dann sind das sehr banale menschliche Gründe. Und dann ist alles, was wir darüber reden und uns erzählen und hören wollen, eigentlich immer so, lass es doch bitte nicht so einfach sein, weil das noch grauenvoller wäre. Ja, weil es näher wird. Es wird näher, ja, genau, zu einem selber. Und ich glaube, wir wollen das, oder der True Crime Interessent möchte natürlich auch das Bizarre. Also interessant ist immer das Bizarre, weil das Leben an sich ist ja doch eine gewisse Regelmäßigkeit und es ist ein großes Glück, wenn es eine bizarre Regelmäßigkeit, ich sage mal, der größte Luxus ist Langeweile im Leben in gewisser Weise, ja, konstruktive Langeweile. Aber Menschen wollen Langeweile? Etwas Bizarres. Das haben sie immer gewollt, das war schon bei der Kreuzung. Das ist ja arbeitslos der größte Luxus. Da wurde ein schräger Typ irgendwie, der einem da irgendwie mit seinen Thesen auf den Sack gegangen ist, ans Kreuz genagelt, da war richtig die Bude voll. Das ist, ja, das ist so. Das heißt, auch das waren im Grunde True Crime Fans. Und, ja, stimmt. Kann man sagen, ich war bei großen Spiele, aber ja? Jesus habe ich ja vergessen. So, ja. Aber nicht, also so, das ist, und heute ist es so, dass es sich eben auf die grobe Verletzung von Normen bezieht, die wir im Grunde ja glücklicherweise alle internalisiert haben. Ja? Und das ist aber dieser immer Ring, wieder da, mit der Möglichkeit, hatte da Giftstachel drin, oder was? Der Möglichkeit des menschlichen Scheiterns. Das ist ja immer Kriminalität, das menschliche Scheitern. Ja? Und wir jetzt alle haben, wenn da wir drin, erwachsen für alle Fälle werden, immer das Damoklesschwert über uns, dass wir als selbstwirksame Wesen, die wir sind und die wir sein sollten, die Möglichkeit des Scheiterns haben. Und der Kriminelle scheitert als eine Möglichkeit des Menschseins. Der andere ist eine Möglichkeit meines eigenen Menschseins. Und das, finde ich, ist auch eine ganz wichtige Grundhaltung, die wir im Umgang mit Menschen insgesamt vielleicht noch mal bedenken sollten. Ich glaube, haben Sie ja auch mal gesagt, ich würde das noch mal unterstützen, was Sie gesagt haben. Die Erfahrung zeigt, dass Kriminalität, Verbrechen ist in der Regel banal. So erschreckend banal, dass wir, glaube ich, ein Format brauchen, wo wir nachher eine Sinngebung versuchen. Aber für das haben ja deswegen, also nicht nur aus ärztlichem Interesse in der Justizvollzugsanstalt angefangen, sondern ich habe gelesen, es hat sie auch als Schauspieler interessiert, wie so Täter damit umgehen, dass sie zum Beispiel sich normal verhalten, sich nichts anmerken lassen dürfen, wie sie damit klarkommen, irgendwie dieses Geheimnis mit sich rumzutragen. Haben Sie auf diese Fragen Antworten gefunden? Was ist schwieriger? Das Hinschalten zum Sexualmörder oder das Zurückschalten auf den liebevollen Ehemann und zärtlichen Vater? Und das geht irgendwo nächtelang oder monatelang, jahrelang hin und her. Und ich glaube, das, was Nadessa mir gesagt hat, das ist das, was ich absolut unterstützen kann und unterstreichen kann. Das Scheitern. Mhm. Das Scheitern geht aller Gewalt voraus. In irgendeiner Weise scheitern Menschen. Ja. Ja. Und ich glaube, ist das, was wir in dem Podcast, wenn wir gute Podcasts machen, was wir in die Kindheit, in die Psyche, in die Ursachen bei dem Täter gehen, dass wir versuchen, die Sollbruchstellen herauszuarbeiten, die uns so vertraut vorkommen, wo wir sagen, das ist etwas, das könnte dir, mir, das könnte jedem auch möglicherweise passieren. Wir waren vielleicht alle schon mal an diesem Punkt, nur es gibt Leute, die sind diesen Punkt weitergegangen. Und ich glaube, das ist der Thrill, der eigentliche Thrill, dahin zu gehen, wo etwas Ähnliches ist und du gehst aber den nächsten Schritt nicht. Aber du kannst es dir vorstellen und es hilft dir, dein persönliches Scheitern leichter auszuhalten, weil nicht jeder, der scheitert, zum Täter wird. Und deshalb ist, glaube ich, die Beschäftigung mit den seltenen Erden das, was dir das Leben in der Realität, im häufigen
leichter macht, um das mal so zu formulieren. Ich kann es auch nicht ausstehen, wenn dann so Täter die Bestie von, was weiß ich, genannt werden oder das Monster von Udine oder sowas, weil das entmenschlicht sie. Ja, diese Begriffe, das ist irgendein Ungetüm, aber in Wirklichkeit sind es Menschen wie du und ich. Ach Gott, das ist unser Nachbar. Da habe ich aber jetzt Mitleid, du. Dass der Mörder vom Akazienweg, das war ja auch nur ein Mensch. Mein Gott. Hat Mutter und Tochter brutal massakriert mit Messer und Gabeln. Aber mein Gott, er war halt nur ein Mensch. Da muss man noch Verständnis haben, oder was? Pff, weiß ich nicht. Oder... Ja, aber es macht sie auch. Wir wollen, ich glaube, das ist ja das, was wir, das ist ja das Verführbare. Früher wurden diese Kandidaten monströs dargestellt. In den Medien, in den Zeichnungen, in diesen. Ist es besser, dass sie das heute vielleicht nicht mehr so werden, dass wir sie psychologisieren und darüber verstehen wollen? Heute geht die Tür auf, es wird ein Monster angekündigt. Wir reden von einer monströsen Tat und die Tür geht auf und ein Mensch kommt durch die Tür, der so aussieht wie du und ich, und manche sehen schlimmer aus oder netter als ich und ich. Das ist so das Aberwitzige. Wie sollen sie denn aussehen? Und das Verbrechen auch näher. Wir lassen sie näher an uns heran. Machen wir uns nichts vor. Ich hätte wirklich eine Frage an Sie beide, weil Sie beide ja sozusagen, Sie, also nicht als Produzenten oder vielleicht auch, Sie produzieren ja also True Crime. Sie suchen sich Fälle aus und so weiter. Wenn ich jetzt, also ich habe jetzt für mich herausgefunden, Eduard Zimmermann hat auf politische Bewegungen reagiert, zum Beispiel auf die Frauenbewegung, insgesamt auf Aufbruch und Emanzipation mit seinen... Ich habe das rausgefunden. Ach so, hast du rausgefunden? Na Mensch. Aber leider bist du da auf dem Holzweg, Mädel. Das ist das Problem, weil das dummes Zeug ist, was du da in deiner Doku erzählt hast. Fällen und hat moralisiert und hat ein Weltbild transportiert. Ja, ja, genau. Wie wählen Sie Ihre Fälle aus? Haben Sie irgendwelche moralischen oder, also wollen Sie, haben Sie eine Botschaft, also mit Ihren Podcasts, mit Ihren Sendungen? Unterhalten. Ich kann eines vorausschicken, dass die erste Reaktion auf eine aktuelle Entwicklung ist die, dass wir uns mehr mit Kriminalität von Frauen beschäftigen. Das ist jetzt das aktuelle Entwicklung der letzten 4, 5 Jahre. Das gibt es doch gar nicht in ihrer Welt. Frauen. Verbrecherische, sind doch nur Männer. Frauen. So, das ist vielleicht auch, ja, dem beschuldet, dass das andere haben wir abgearbeitet. Und jetzt lass uns mal gucken, wenn man böse ist, sagt man ja so, das ist sozusagen die Kehrseite des Feminismus. Jetzt sagen wir hier, guck, das schaffen zwar nicht so viele Frauen, auch das sind ganz seltene Fälle, aber offenbar werden sie von ganz vielen Podcastern gleichzeitig. Hat das mit Gendergerechtigkeit? Das ist Gendergerechtigkeit. Und außerdem haben wir die anderen alle schon so oft über das Dorf getrieben, dass langsam schon langweilig wird. Wie ist das bei Ihnen? Das würde ich ganz kurz gerne. Also ich versuche immer wieder auch einen Fokus auf Sekten und High-Control-Groups zu legen und auf die Gewalt in der Partnerschaft, auf Femizide. Gerade weil Femizide eben in Österreich vor allem oder generell, man hört es ja auch aus anderen Ländern genauso. Frankreich, Spanien. Ja, Frankreich, aber auch in Deutschland einfach ein großes Thema sind. Also das ist schon ein politisches Anliegen, zu sagen. Arbeit dann. Ja, für mich ist es eine gewisse Aufklärungsarbeit. Also ich gebe dann auch gerne Hinweise, wie zum Beispiel dieses Handzeichen. Ja, 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 dass man sich, dass man jetzt, das ist ja recht modern. Machen Sie das nochmal so, damit kann man, wenn man in einem Auto gefangen ist, jemandem anderen signalisieren. Das ist nämlich wichtig, dass die anderen das auch verstehen, dass das nicht nur eine komische Sache ist, sondern okay, hallo, hilf mir bitte. Also wenn jemand das so macht, zur Verbrechensbekämpfung, dann heißt das, hallo. Ja. Ede Zimmermann dachte bitte damals, Hilfe. Er wäre Top of the Pops mit seiner Fernsehermittlung und dann noch Fernsehermittlung. Und wenn das der Täter auch weiß und der sieht das, dass das Handzeichen gemacht wird, ja, dann hat sie Pech gehabt, ne? Das ist ein Mittel zur Verbrechensbekämpfung, aber ein aktuelles ist gerade auch die KI. Die macht nämlich noch eine ganz andere Polizeiarbeit möglich, auch schon bevor Verbrechen überhaupt geschehen sind. Ja, ein Minority Report mittlerweile angelangt. Wie wäre es, wenn man Verbrechen voraussagen und dadurch vereiteln könnte? Predictive Policing, zu Deutsch vorhersagenbasierte Polizeiarbeit, lässt diese Zukunftsvision Wirklichkeit werden. Auf der Grundlage statistischer Fakten können die digitalen und analytischen Pre-Policing, kurz Pre-Pol-Systeme, nicht nur bevorstehende Straftaten ermitteln, sondern sogar Tatorte und Täter. Dafür müssen die Pre-Pol-Werkzeuge möglichst große, diverse und strukturierte Datensätze sammeln.
In China ist Pre-Policing bereits Wirklichkeit. Angenommen, vier Personen mit einer kriminellen Vergangenheit im Drogenmilieu treffen sich in einer Hotellobby. Das System erkennt sie anhand von biometrischen Daten und gibt eine automatisierte Warnung an die Polizei heraus. China hat die Dichte von Überwachungskameras in Städten massiv erhöht, um nichts aus den Augen zu verlieren. Ja, das ist ja ein tolles Vorbild für uns. Bei Kameradaten allein bleibt es allerdings nicht. Smartphones verbinden sich automatisch mit der nächstgelegenen Funkzelle. Das wiederum ermöglicht die Erstellung von Bewegungsprofilen. Die chinesische Polizei baut zudem eine der größten DNA-Datenbanken der Welt auf. Dem Datensammeln sind seitens der Regierung und der Technologie kaum Grenzen gesetzt. Sogar ihre Scans und Stimmmuster der Bürger werden erfasst. Je mehr Videodaten vorliegen, desto präziser lernt der Algorithmus, verschiedene Situationen korrekt zu interpretieren. In Deutschland sind Privatsphäre und Datenschutz Grundrechte, die in der EU-Charta verankert sind. Das Bildmaterial, mit dem der Algorithmus trainiert werden soll, stammt daher nur selten von echten Überwachungskameras. Statisten stellen Schlägereien und Diebstähle nach. Fraglich bleibt, wie aussagekräftig inszenierte Situationen sind. Ja, eben. In die Programmierung dieser Systeme fließen zudem immer gesellschaftliche Normvorstellungen ein. Wenn in den USA ein Afroamerikaner mit Kapuzenpullover spätabends durch eine gehobene Wohngegend joggt, macht schon allein das Zusammenspiel dieser Faktoren verdächtig. Wer oder welcher Algorithmus bestimmt, was der gesellschaftlichen Norm entspricht oder abweichendes Verhalten ist? Naja, so ein Computer muss ja vorher gefüttert werden mit irgendwelchen Daten. Und wenn das Ganze schon so ideologisch gefüttert wird, dann bringt das ja nichts. Ne? Dann geht man ja nicht unvoreingenommen an diese Auswertung ran. Gibt es nicht genug Studien, um Chancen und Risiken von Pre-Policing eindeutig abzuwägen? Es braucht eine umfassende ethische Debatte, inwieweit das Bedürfnis nach Sicherheit die Freiheitsrechte des Einzelnen beschneiden darf. Nicht ganz umfassend, aber wir führen sie doch, diese ethische Debatte, jetzt noch. Also wenn wir vorhin gehört haben, auf wie vielen Fehlannahmen eigentlich unser Verbrechensgefühl und Interesse basiert, wenn wir uns angucken, dass ja diese Pre-Policing-Technologie auf Big Data, also aus dem Auswerten... Das ist ja völlig weit weg vom Thema jetzt, ne? Es sollte doch um die Ede-Doku eigentlich gehen. Warum wird die Frau nicht in die Mangel genommen da, die... Auswerten von Daten, die ja gesammelt sind aus allen unseren Vorurteilen und Fehlurteilen. Wie viel besser kann denn Strafverfolgung oder Strafvermeidung dann dadurch werden? Sie waren am nächsten im Gefängnis. Naja, es bleibt immer am Ende die Diskussion, wie viel Freiheit brauchen wir, wie viel Sicherheit wollen wir. Es ist immer die alte Frage, Sicherheit versus Freiheit. Also, und ich habe immer das Gefühl, in dem Moment, wo wir wenn wir diesen Pfad verlassen, das immer abzuwägen und wenn wir nicht erkennen, dass wir nicht die letzte Sicherheit haben können, auch wenn wir das... Oder dass wir sie vor allem nicht automatisieren können, weil das auch fehlerhaft ist. Die Frage ist, ob wir sie wollen dann letztendlich oder ob wir uns nicht aber auch irgendwo endlich wieder besinnen und sagen, dass das ganz am Anfang dieser Diskussion stand, wir werden alle sterben, das ist verpflichtend und das ist sicher. Wir wissen nicht genau wann, aber dass ich sagen kann, ich kann es zulassen, dass ich das nicht alles erfahren werde und dass mir vieles halt einfach überraschend vorkommen wird. Also spannend, glaube ich, wird die Frage, wenn ich beim Pre-Policing jemanden festnehme und ihn daran hindere, zum Beispiel draußen in der Öffentlichkeit eine Tötung zu begehen, und ich denjenigen festsetze und er dann in der Haft seinen Zellennachbar umbringt. Und an der Stelle finde ich es wieder spannend. Aber warum? Weil die Frage... Ja, aber was? Dann sagt er, nö, ich habe das nicht vorgehabt, diese Tat zu begehen. Wie kommen Sie denn darauf? Wieso nehmen Sie mich schon fest? Ist es gar nichts passiert? Ja, und man muss dem Mann ja das beweisen, dass er das wirklich wollte. Ne? Ich finde das irgendwie komisch. Das funktioniert doch nicht. Du kannst doch eine Tat erst dann ahnden, wenn sie passiert ist. Das ist wirklich mein Minority Report. Eine grundsätzliche, ich möchte fast sagen, eine philosophische oder vielleicht sogar, um es etwas pathetisch zu formulieren, vielleicht eine metaphysische ist, nämlich die Frage, was für eine Bedeutung hat ein individuelles schweres Scheitern
für den individuellen Weg als Menschen, als dieses Individuum. Und das ist, glaube ich, eher was, da verlassen wir den Bereich der Psychologie ohnehin und den Bereich der Medizin und den Bereich der Forensik und der Gesellschaftswissenschaften. Das ist, glaube ich, in der Tat eine metaphysische Frage, zu sagen, durch wie viele Irrtümer müssen wir selber gehen, um sozusagen unser Leben zu vollenden, bis dass wir selber sterben. Also das heißt, ein Verbrecher bleibt ein Verbrecher, ob er das draußen macht oder im Gefängnis. Nein, es wird rauskommen. Die rutschen alle auf den Stühlen so rum, sind die alle so unruhig. Ne? Sagen, ein Mensch wird das tun, was er auf seinem Lebensweg tun Ach wird. So, okay. Das ist mein Leben. Also nicht Verbrecher bleibt Verbrecher. Das ist ja Quatsch, weil wir wissen alle von sehr guten Resozialisierungen, wo Leute explizit schwere Straftaten begangen haben und nachher ein völlig unauffälliges und legal konformes Leben leben. Also diese These halte ich für vollkommen falsch, die halte ich auch für ausgesprochen dumm. Sondern die Frage ist, welchen individuellen Weg des Scheiterns nehmen wir auf uns, wenn wir gewissermaßen in diese Welt eintreten? Und da kann das Pre-Policing vielleicht die ein oder andere Idee. Mein Gott, solche Leute arbeiten mit Straftätern. Das weiß ich noch nicht. Vor allem ist es. Also, man geht ja davon aus, dass in den westlichen, wohlhabenden, zivilisierten Ländern Gewaltverbrechen seit den 90er Jahren statistisch gesehen kontinuierlich zurückgehen. Mhm. Andererseits kommt das Pre-Policing mit seinem riesigen, ja, also wir scannen, wir, also ich denke an Herold und Rasterfahndung und so weiter, Freiheit gegen Sicherheit. Und das, worüber wir ja eben auch geredet haben, was aber zu Hause in unseren vier Wänden passiert, das kann ja auch die KI nicht erahnen. Also Sie finden, wir legen eigentlich einen falschen Fokus auf die Verbrechen, die wir suchen und die wir zu verhindern versuchen. Ich bin tatsächlich, das ist wahrscheinlich total naiv, ich glaube tatsächlich daran, das ist total dass naiv. Wir gesellschaftliche Strukturen zumindest so verändern könnten, dass dieses, aber da werden Sie sagen, ja, ich bin naiv, dass wir eben Jungs anders erziehen können. Ja. Dass Jungs Männer andere Möglichkeiten haben, Konflikte zu lösen. Sie glauben ja, sie können Konflikte lösen, indem sie eine Frau umbringen. Ja. Eifersucht, Kontrolle und so weiter und so fort. Das setzt so viel früher an und das wäre wo wir... Die Jungs anders erziehen, ne? So wie bei dieses Pärchen da mit der geschlechtsneutralen Erziehung, ne? Mit Noah, Nora und Noah, oder wie war das? So sowas stellt sie sich vor, oder was? Und das sind doch alles, die Jungs haben doch gerade alle später dann einen Knacks weg, wenn die so erzogen werden. Das sind doch erst recht die Psychopathen. Ja, ansetzen müssen, oder? Aber auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, wir haben jetzt die ersten zwei Generationen von jungen Männern, die viel mehr Frauen erlebt haben in der Ausbildung, in der Kita, im Kindergarten und überall. Offenbar hat es nicht gefruchtet. Also das Lernen am Modell scheint nicht so erfolgreich zu sein. Die Gewalt gegen Frauen insgesamt ist gesellschaftlich gesehen insgesamt rückfällig bei einer erhöhten Anzeigequote. Das heißt, Frauen, also zumindest Frauen hier in diesen Bereichen der Welt, ja, in Nord- und Nordmitteleuropa, ja, so ist, klar. Afghanistan ist es jetzt und so weiter. Eine Zeit, wo wir hier als Frauen mega maximal ein sicheres Leben führen. Das gilt nicht individuell. Ja, ich weiß, jetzt geht ein Shitstorm los und sagt, mein Mann hat mich auch verprügelt, muss man sagen, das wissen wir alles. Aber das ist statistisch ist es relevant so, dass wir ein sehr viel sicheres Leben führen, dass sehr viel mehr Konsens besteht, dass Gewalt keine Lösung ist und dass Gewalt gegen Frauen ein Versagen, eines Verhaltensversagens ist. Und das war sicher sogar noch bis in die 50er, 60er Jahre so nicht. Also ich bin jetzt 57. Und kann ja zumindest ungefähr auf 50 Jahre gesellschaftliche Entwicklung zurückgucken. Und das Thema Bewusstsein für Gewalt als ein schädigendes Verhalten, das hat in den letzten 20, 30 Jahren massiv zugenommen. Und wir wissen auch... Naja, sicherlich, klar, natürlich. Frauen hatten früher natürlich eine andere Rolle und es gab mehr Gewalt gegen Frauen, es gab Gewalt in der Ehe, Vergewaltigung in der Ehe, die ja nicht strafbar war. Natürlich hat sich das alles geändert, klar. Das ist ja gar keine Frage. Aber das ist ja genau das, was ja das Irrsinnige an dieser bescheuerten Doku von der Schilling ist. Dass die mit den Maßstäben von heute
eine Doku oder eine XY-Sendung beurteilt, die vor 50 Jahren ausgestrahlt wurde. Darum geht's ja. Anderen Studien international, skandinavischen Länder sind ganz weit vorne. Je geschlechterequilibrierter eine Gesellschaft ist, desto gewaltfreier wird sie und desto weniger geschlechtsbezogene Gewalt existiert. Bei und gleichzeitig hohem Anzeigen. Podcast bei dieser Bewusstwerdung auch? Haha, gute Frage. Ich glaube, True Crime Podcasts sind nicht die Lösung für alles. Naja, aber was ist so ein Bewusstsein? Weil wir sagen ein Bewusstsein dafür, was unsere moralischen Normen sind. Ne? Und um moralische Normen geht es ja immer in diesem Erzählen auch von Verbrechen. Und hilft es dann, dass man sagt, also und da sind ja Sie als Hosts vor allem in der Verantwortung, wenn Sie diese Botschaft rüberbringen. Natürlich ist mir klar, dass wir in den Sendungen, in den Podcasts, die wir machen, ein bisschen halt eben auch sozusagen den gemeinsamen Kit in der Gesellschaft herstellen. Das, was uns verbindet und was sagen wir, am Ende können wir uns freuen, dass wir zu den Guten gehören. Und dann haben wir uns auch in einer Zeit, wo wir uns gerne entsetzen, empören und entrüsten, haben wir auch dazu beigetragen, dass wir Leute haben, die uns gerne zuhören bei dem, was wir tun. Ich habe auch nicht die Vorstellung, dass wir damit Menschheit retten werden. Was macht denn der für einen Podcast? Mit wem denn? Mit der Wenige zusammen oder was? Dadurch die Patriarchat auch nicht aus dem Fenster. Nee, aber ich schnell geht's einfach. Ich finde eigentlich ganz schön, dass wir angefangen haben bei dem Grauen, das Edith Zimmermann in uns hinterlassen hat. Ja. Und dass wir aber jetzt am Ende der Runde dazu kommen, dass wir doch feststellen, das Grauen, das ihr verbreitet, kann Edith gar nicht verbreiten. Und damit möchte ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch über Verbrechen bedanken, Frau Fesraimi, bei Frau Singer, bei Frau Schilling und bei Herr Bausch. Danke. Dankeschön. Und bei Ihnen. Was für eine sinnlose Sendung. Ja, sorry Leute, ich hatte natürlich jetzt gedacht, dass das viel mehr eine Diskussion wäre über konkret über diese XY-Reportage und dass da auch natürlich Pro und Contra denn zu Wort kommen. Dass Leute auch sagen, vielleicht mir hat die Doku nicht gefallen aus den und den Gründen. Aber die sind ja so weit ab vom Thema gekommen. Vor allem hat Helga Feddersen da, die hat ja alles dominiert. Die hat ja ungefähr die Hälfte der Sendezeit hat die ja geredet. Ja, super. Tolle Diskussion. Ne? Eine Stunde Lebenszeit verschwendet.